Langsam anschleichen und... hi Leute, ja, Wildschweinrennen. Ab geht's. Willkommen zurück bei Legend of K. Wir machen jetzt das Wildschwein... das Wildschweinrennen und hier geht alles in die Luft und das ist jetzt total lustig hier, weil das total cool ist, das Rennen. Und verschissen. Und es geht weiter. Ja, wenn man schnell genug ist, kann man auch aufsteigen auf das Wildschwein. Ja, ist ganz praktisch. Und die Mucke ist einfach so geil. Ich kann gar nicht aufhören mit zu singen. Aufhören mit zu singen. Denn die Mucke macht mich richtig, richtig heiß. Oh Mann, ich erzähle wieder so einen Scheiß. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Oh Mann, dieser Mist, der hat sich ja gereimt. Oh mein Gott. Peroni brennt mir voll den Arsch. Oh mein Gott, ein Barsch. Was war schwafel ich hier? Ich muss noch das Rennen machen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das ist ja toll. Nein, nicht sterben, Wildschwein. Oh. Ich wollte mit dem Wildschwein eigentlich da runterspringen, aber es ist ja tot. Also, schade. Okay. Zack. Hier ist dann wohl genau der Schlüssel. Ein Schlüssel und runter hier. Okay, alles klar. Öffnen. So. Jetzt folgt ein Tanz. Ich meine, ein Kampf. Alter, fuck, Borax. Ja, jetzt entkommst du mir nicht. Das ist eine geschlossene Arena. Ups. Oh, scheiße, eine geschlossene Arena. Ich entkomme auch nicht. Was hat Tonji gesagt? Die haben diese speziellen Transformationsamulette. Verwandeln sanfte Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster. Das sind sie. Ja, genau das hat er gesagt. Kannst dir echt gut Sachen merken, okay. Muss ich sie direkt am Amulett treffen. Oh, wirklich? Ja! Okay. Noch ein bisschen näher vielleicht? Wow! Berserkertrank. Einwerfen. Das ist einfach so cool, wie dann das Schwert brennt. Hat was und zack! Guck mal jetzt. Zieht richtig viel ab oben. Dafür sind die Tränke halt echt praktisch für, Bosse vor allem. Komm schon, okay. Schnell schnappen. Wow, nicht in seine Fresse. Und bam. Und zack. Au. Du willst noch mehr, du kriegst noch mehr, Mann. Mein Berserkertrank ist abgelaufen. Wow. Steinhagel hier. Und bam. Boah, die ganzen Fliegen, ey. Sie muss stinken. So ein cooler Move, ey. Macht Link auch bei Twilight Princess, wenn man immer A drückt, nachdem man einen Gegner getötet. Oder klappt halt manchmal, nachdem man A gedrückt hat. Ist voll cool. Wie geil, ey. Voll runtersliden. Wuhu! Na egal. Oh. Ah, cool, ein besserer Getrank. Hab ich ihn gleich wieder. Alles klar, dann geht's jetzt weiter. Wolkenwald. Ach, das jetzt hier. Hier. Meine ich natürlich. Nein, warte! Boah, Alter. Oh, perfekt. Gleich mal hochgesprungen. Wuhu! Ist hier irgendwas? Nö, nur dieses Biberrad. Also, ich bin doch kein Hamster. Ich meine natürlich auch Hamsterrad. Boah! Ja, das ist voll blöd, hier rauszukommen, weil die Kamera da so komisch ist. Money! Egal, ich fahr als Seilbahn. Wuhu! Zack! Noch eine Kiste, noch mehr Geld! Wo muss ich jetzt lang? Da. Und spring! Oh. Da drüben, wenn man da hinten lang geht, ist noch eine Kiste mit einem Heiltrank, aber den brauche ich jetzt eh nicht. Oh, falsch rum. So, ich würde ich auch gerne mal machen. Naja, wäre schon lustig, so ein Aufzug. Aber wenn man dann so nach der Arbeit nach Hause kommt, das wäre schlimm. Gut, so, dann gehe ich noch nicht zur Arbeit. Ja, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich mache jetzt, bin jetzt im ersten Jahr Abi. Also 11. Klasse, Gymnasium. Ja, ist schon überhaupt nicht anstrengend. Nee, also, ich war ja vorher auf der Realschule, mache jetzt halt mein Abi.
E-Stufe, also Einführungsphase. Beziehungsweise 11. Klasse. Warte! Boah. Und, ja. Bisher ist es nur Wiederholung. Aber ich denke mal, die schweren Aufgaben, die werden noch so kommen. Ich meine, ich habe jetzt bisher nur erstmal 2 Wochen Schule gehabt. Ist eigentlich voll geil, weil ist ja auch eine neue Schule, weil es bei uns keine Oberstufe gab. Deswegen bin ich dann gewechselt, also einfach einen Ort nebenan. Ja, ich kenne da eh fast jeden und, ne, ist ganz cool sowas. Die ganzen Typen aus meiner anderen Klasse oder voll viele gehen halt jetzt arbeiten. Ich meine, die verdienen zwar Geld, hey, aber dafür müssen sie halt arbeiten. Weißt du, was das alles zu bedeuten hat? Vielleicht sind die Geschichten der alten Weiber über diese Brunnen doch nicht so verrückt. Sie waren aus diesem singenden Stein. Aber ja, genau. Ich im Vergleich zu dem, was Tag plant. Ich hab gehört... Halt den Mund. Er kommt. Scheiße. Weg mit euch! Bringt die anderen! Hey, warum geht das alles nicht schneller? Seht ihr nicht, wie die Feuer von Baloo in Rage geraten bei so viel Faulheit? Das ist einfach so ein Furz, der Vulkan. Vielleicht kann eine kleine Dinnüberredung das Ganze beschleunigen, eure Eminenz. Deine Pfoten weg, du dreikicker Affe! Ja, glotzt. Oh, die armen Hasen. Was stöhnt ihr denn so rum? Lauf, ihr Trottel! Ist übrigens der Synchronsprecher von, Mauzi. Von Pokémon. Minister Schuh hat das richtige Mittel gegen dieses Ungeziefer. Wirst schon sehen. Komm, die Sklaven müssen ein bisschen motiviert werden. Diese fiesen Affen, ey. Die ganzen armen Tiere nehmen sie gefangen. Bitte schneller! Okay. Und jetzt sind wir im keine Extras freigeschaltet. Nee, im Sumpf. Im Marschland. Boah, total ekelhaft, stinkig und düster hier. Explosionsfässer. Ah, sieht übel aus hier. Nebelinsel. Ah, bienvenue, fremde Katze. Was? Wie dir muss ich sagen, aber ich ihr nicht kalkulé. Alter, hat der Spieler Spanisch auf Französisch umgeschalten? Was soll ich sagen? Ich esse vielleicht keine Käfer, aber Ratten und Gorillas hau ich locker in die Pfanne. Haha, Komiker. Okay, Patron, du musst Kay sein, oder? Man erwartet dich, Bruder. Du weißt, dass dieser Tag im Sumpf ist, oder? Okay, Bruder. Tag? Oh la la. Als wir ihn und seine Gang belauschten, sprachen sie so über eine Corvée-Katze, die mir Ärger macht. Ich lade dich in Notre Dorf am Ende von diesem Sumpf ein. Aber pass auf, bon ami. Keine Sorge, ich werde kommen. Alter, schwätz mal Deutsch, ey. Ich versteh kein Wort. Ich gehe jetzt in Dorfzentrum. Hier klotzt der Frosch, ey. Sicher. Du redest am besten mit Bürgermeister Hugo. Er hat die Scouts ausgeschickt und weiß noch viel mehr. Genau. Alles klar. Okay. Ciao, Mann. Mon Dieu. Wir unterstützen vor allem der Name. Dich, wo wir können, Ma. Voll dumm. Möge das Chi mit dir sein. Das heißt, möge die Macht mit dir sein, du Trottel. Ach, egal. Ja, wo ist er jetzt hin? Da rein, diese Kacke. Yay, wie das aussieht. Scheiße. Boah. Alter. Nicht nochmal in dieses stinkende Zeug rein. Das war ja übel. Nee, es war jetzt nur mal zur Vorführung. Ganz schön gefährlich, diese braune Kacke. Hier ist eine Brücke, was da unten? Da sind diese komischen Teile. Die Songs. Songs, ey. 7. Hier kann man die Kombo nutzen, um die Truhe zu öffnen. Nur, wie komme ich da oben hin?
Oder. Moment. Ah, okay, ich sehe schon. Nein! Was? Fies! Fies! Scheiße! Alter! Mein Kopf! Oh! Nee, nee! Weg hier! Weg hier! Ich muss mal auf die Zeit gucken. Nee, ich habe noch 5 Minuten, hey, guck mal. Das kam jetzt schon viel länger vor. Okay, also nochmal hier hoch. Hä, wo ist denn jetzt? Ach, da! Ach, hier! Nicht blöd. Ah ja, okay. Zack! Und zack! Und Schlitz! Und Batz! Und Fatz! Und Bam! Und Zam! Und Bam! Und Schlitz! Und Bam! Die Bäume, hey, wie cool die aussehen. Voll riesig. Wow, ein Katzenleben. Ist ja so wertvoll. Na gut. Bis halt nichts. Gut. Na, dann gehen wir mal. Wow, fast runtergefallen. Mal weiter. Okay, was ist jetzt hier rechts? Ich weiß es nicht. Ich werde mal nachsehen. Keine Ahnung, wie viel man hier braucht. 3, okay. Wieder ein Katzenleben. Wow. 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 Oh. Mann, ey. Oh, hier ist eine Katzenstatue. Und ein Loch. Okay. Katzenstatue. Erstmal aktivieren. Jump. Wieder Säulen. Okay, was ist hier? Irgendwelche Pilze, kann man da rauf? Oh ja. Ah, da geht's sogar hinter. Guck mal. Wusste ich auch nicht. Im Sumpf hier bin ich immer nur so durchgerusht, weil ich das voll scheiße fand. Deshalb kenne ich mich hier auch gar nicht aus, aber jetzt gucke ich mich doch mal ein bisschen um. Also, was ist da hinten? Ach, da war die... Okay, da war ich schon. Wow, weg aus dieser Kacke, ey. Boah. Nicht nochmal ersticken. Wow. Ja, immer wenn man hier dreimal springt, dann, und immer noch da drin bleibt, aus Versehen, dann verreckt man halt. Was ist das jetzt hier? Voll die Foltergrube. Man kann sich auch nicht umsehen. Das ist einfach so cool, dass das Schwert so einen Schweif hat, so einen roten. Naja, das macht's schon aus hier. Wenn das nicht wäre, dann wäre das Spiel nur halb so gut, ne? Ne, aber ist schon cool. Also, weiter geht's. Ich mach mal hier die Karte zurück. Ein bisschen mehr Blickfeld. Hä, was sind da? Nein! Ich will raus! Tot. Okay. Wo bin ich jetzt? Ah, gut. Blickfeld wollte ich gerade sagen. Weil hier sind irgendwelche Inseln. Na, vielleicht komme ich da irgendwie anders hin. Dim, dim. Dim, dim, dim. Zack, okay. Alles klar. Ach, sind die Katzenstatuen markiert? Ah, okay. Eine ist noch da hinten, habe ich irgendwie vergessen. Alter, lass mich verarschen. Blödes Vieh. Spring, Kay! Gut, dann werde ich die Katzenstatuen auch mal suchen. Warum denn nicht? Ich habe ja Zeit. Scheiße! Wow. Alter, wieder ein Katzenleben. Aber man kann über diese Fässer springen, glaube ich, um da hinzukommen. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ja, das bilde ich mir ein. Eindeutig. Okay, du musst jetzt ganz schnell... Na, scheiße. Ach, fuck. Bin ich jetzt hier? Voll die komischen Stellen immer. Okay. Also gehe ich nochmal zurück, weil ich habe ja anscheinend eine vergessen. Oder komme ich da erst später hin? Scheiße! Oh, nicht schon wieder, Mann. Ja, ich gehe unter, schon klar. Jetzt bin ich wieder hier oben, denke ich mal. Ja. Oh, genau, geradeaus auch eine Katzenstatue. Denke ich da erstmal hin. Ich will hier nicht 100 Mal im Kreis laufen, ich verrecke eh schon so oft wegen dieser Kacke im Boden. Ach nee, das ist mein Missionsziel.
Au, au! Zack. Pisst euch mal, ihr dummen Käfer. Was ist hier jetzt? Ach genau, hier war die eine Truhe. Die habe ich ja schon. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Auf diesen Schmodderblasen, hier muss man voll aufpassen. Ah, okay, dafür sind die Käfer. Jetzt check ich das. Nein, nein, nein! Boah. Ich will wieder hoch. Okay. Boah, Alter. Ich dachte echt, er erstickt jetzt wieder. Elendig. Nee, jetzt will ich aber nochmal zurückgehen. Das kann ja nicht sein. Boah. Alter. Ey, das ist doch scheiße. Hier kann man nicht mehr zurückgehen. Übel kacke. Ich verbrauche die ganze Zeit. Jetzt ist bestimmt schon der Part zu Ende. Ja. Okay, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Tschüss.